Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch, und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Mittlerweile ist es ja schon fast wieder 2 Monate her. Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich es ein bisschen regelmäßiger machen, aber ich hatte jetzt ein bisschen Probleme mit All the Things, dass mir Sachen nicht angezeigt worden sind. Und da dachte ich mir, ja gut, das macht dann wenig Sinn, Collection-Updates zu machen, wenn wir nicht dementsprechend auch ein Add-on dafür haben, das die Sachen vernünftig anzeigt. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, am besten mit meiner kleinen Tabelle. Und zwar sehen wir dann auch, wann wir das letzte Mal ein Collection Update hatten. Das ist jetzt, wie gesagt, schon fast 2 Monate her, am 1.5. Das war tatsächlich noch vor Patch 10.1, glaube ich, 1-2 Wochen davor oder so, oder zumindest ein paar Tage vor dem Patch. Und dementsprechend sind natürlich jetzt die ganzen Items dazugekommen, die dementsprechend ja aus dem Patch 10.1 sind und einen Haufen anderen Stuff, den ich noch gemacht habe. Bevor wir uns jetzt die Plus- und Minus-Geschichten angucken, können wir uns allgemein hier auf Data die Rankings anschauen. Ich bin immer noch auf World Platz 1 mit hier 882.685 Punkte, also das sieht aktuell gut aus. So vielleicht als kleine Einordnung, wo der zweite ist, da können wir mal gucken, ist immer noch der Gaulisch, ne? Da hat sich nicht großartig was geändert, wobei Veldrin ist quasi am Start und hängt so ein bisschen am Gaulisch dran, viele Punkte sind es nicht mehr Unterschied und ja, na, vielleicht wird sie ihn ablösen als zweiten und hoffentlich nicht mich als ersten, aber das werden wir noch sehen. Gut, von den Punkten her bin ich jetzt über 5.000 Punkte vorm Gaulisch, also ich habe ein gutes Polster, ist jetzt nicht mehr so dieses Kopf-an-Kopf-Rennen und bin da eigentlich recht zufrieden aktuell. Von den anderen Rankings her, bei Achievements habe ich jetzt aktuell nur World 21, liegt so ein bisschen dran, ich habe die Mythic Raid Achievements nicht. Aber sonst habe ich fast alles, aber da können wir hart auch so ein bisschen reingucken. Mounts bin ich aktuell Platz 10. Ein paar Mounts fehlen mir noch, die ich aktiv farmen könnte in-game. Liegt aber auch so, dass ich gerade nicht so viel Endgame-Content mache. Schlichtweg dem geschuldet, weil ich versuche im Collection-mäßigen Appearance-Sammeln weiterzukommen. Und da fehlt mir tatsächlich nur einiges. Beziehungsweise, ja, ich habe auch ganz gut was Plus gemacht, aber das werden wir uns halt auch noch anschauen. Dann Petscore bin ich auf Platz 2 aktuell, Toys Platz 3, Appearance bin ich jetzt gut hochgekommen, da sind wir auf Platz 8, Titel Platz 3, Reputations Platz 3, Rezepte Platz 1 und Quests Platz 2. Und da sind hier noch die anderen, die keine Punkte bringen, aber die sind jetzt nicht so interessant, aber die könnt ihr kurz mal angucken, falls euch das interessiert. Aber das sind alles Sachen, die nicht ins Ranking mit reinspielen. Gut, dann können wir uns in der Liste mal anschauen, wie viel ich Plus gemacht habe. Ich habe jetzt vom letzten Mal 17.000 Collection-Punkte Plus gemacht. Dann Achievement-Punkte sind 755. Mounts sind es 15, die ich Plus gemacht habe. Pet-Score 4.000, also 40 Pets. Dann Toys sind es 17. Appearance sind es 3.100. Das ist ziemlich viel, muss ich sagen. Vor allem auf dem Niveau, wo ich jetzt bin. Ich habe den ersten Monat seit dem letzten Collection-Update habe ich eigentlich hauptsächlich 10-1er-Content gemacht, dieses ganze Zeug gefarmt. Und den zweiten, nicht ganz Monat, habe ich jetzt voll Appearance gefarmt. Also ich habe richtig reingehasselt mit einem Appearance-Farmen. Mit 2 Vierer-Teams, ich habe ja 4 Accounts aktuell am Laufen, 2 Vierer-Teams, die quasi die ganzen Klassen Rüstungstoken abdecken konnten. Ne? Ich habe dann so ein Speed-Team und dann eins, was quasi kein Speed-Gear habe. Da fällt mir ein, ich muss noch ein Videoguide für das Speedgear machen, aber das kommt die Tage dann auch noch. Dann Titel habe ich 6 plus gemacht, Reputations nur 2, weil es gab einfach nicht mehr Reputations, die Niffin. Was war die andere? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch plus gemacht habe. Könnte sein, dass das eine von den beiden von der Insel war, ne? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Rezepte habe ich 95 plus gemacht, Quests 280. Und dann hier unten, das sind ja die Sachen, die jetzt nicht so relevant sind. Ich habe sogar auch ein paar ehrenhafte Siege plus gemacht und ein Ehrenlevel, aber so viel habe ich jetzt da in der Warte nicht gemacht. Und im All the Things sind wir von 17.600 fehlenden Items auf 14.600 runter. Heißt 3.000 Items oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Unterpunkte, die gefehlt haben, habe ich plus gemacht. Und das sind 1,89%. Ich bin quasi jetzt von 98% auf 91%. Sieht jetzt nicht nach so viel aus, aber ihr müsst sehen, hier, das war noch vor dem Patch, dann sind natürlich ein Haufen neue Sachen reingekommen und dann war ich halt 2,
3% weiter unten und jetzt musste ich dann von den paar Prozent weiter unten wieder quasi erstmal auf die 89 kommen und dann auf die 91 plus. Genau, das soweit zu der Tabelle. Jetzt machen wir das mal kurz zu. Und dann können wir jetzt einfach mal so die groben Collection-Sachen durchgehen. Vielleicht, bevor wir jetzt ins All the Things reinschauen, so ein bisschen Achievements, was mir da aktuell noch fehlt. Also mir fehlt noch ein Achievement bei dem Handelsposten, wie wahrscheinlich jedem von euch, ne? Das kannst du nicht beschleunigen, kannst du jeden Monat nur eins mitnehmen. Bei Quests habe ich alles fertig. Bei Erkunden fehlen mir aktuell noch 3 Erfolge. Und das ist einmal hier die Flugsteine. Die farme ich aktuell nicht aktiv, denn es gibt ja einen Haufen Sachen, die jetzt auch noch kommen mit Patch 10.1.5. Da kriegt man dann auch wieder Flugsteine und so. Und solange ich nicht alle anderen Achievements habe, farme ich die Flugsteine nicht, weil die kriege ich durch viele Aktivitäten nebenbei noch. Dann fehlen mir 2 Erfolge noch. Einmal dieses Buddle Buddies. Da kann man jede Woche immer nur 3 Dinger erbuddeln über dieses Grabe-Game da unten in Niffin. Das wird einfach x Wochen dauern. Das kannst du leider auch nicht beschleunigen. Und fürs Meta-Achievement braucht man das halt. Ne? Also das ist halt leider time-gated. Da machst du nichts. Dann Spieler gegen Spieler ist, glaube ich, das aktuelle Season 2 Elite-Dings drin, ne? Für Solo-Shuffle. Aber das ist eine Heldentat. Das ist auch kein Achievement. Zählt aber trotzdem halt hier als fehlender Erfolg rein. Dann Dungeon und Schlachtzüge. Da habe ich jetzt gestern tatsächlich erst das Meta-Achievement gemacht. Also ich bin die Season weder am Raiden bis jetzt gewesen, großartig M+ oder PvP spielen, weil ich halt hauptsächlich Teamwork gefarmt habe. Aber das habe ich gestern mit der Gilde mitgenommen. Gab auch ein schickes Mount und ja. Was mir aber jetzt hier noch fehlt, kann ich euch noch zeigen. Natürlich die ganzen Mythic-Kills. Ne? Ich bin nicht am Raiden, deswegen fehlen mir alle Mythic-Kills. Und HC war ich auch noch nicht. Heißt, da sind jetzt halt einige Erfolge drin. Ne? Also das sind 9 Mythic-Kills plus das HC-Achievement sind es 10. Plus dann nochmal das Mythic-Alle-Bosse-Kill-Achievement sind es halt 11 Erfolge alleine da. Dann Berufe habe ich alles fertig. Ruf habe ich auch alles fertig. Weltereignisse auch. Haustierkampf auch. Sammlungen fehlt mir eins. Und zwar fehlt mir hier quasi die Vorlage, das ist das Raid-Set, ne? Wie gesagt, nicht großartig am Raiden, deswegen habe ich auch das Raid-Set nicht. Aber der Katalysator ist jetzt am Start und dementsprechend kann ich über den Katalysator das Ding zusammenkriegen. Das Set, genau, das ist eigentlich das, was mir fehlt. Sind nicht viele Erfolge. Hier wird es angezeigt, das sind 2018, oder? Wenn ich jetzt richtig sehe, genau. Die meisten, wie gesagt, jetzt hier mit dem Raid zu tun. Wenn dann Raid, time-gated. Oder die Flugsteine, ne? Und das ist es eigentlich. Genau. Dann kann ich euch zeigen, was mir jetzt noch fehlt unter den Mounts. Mir fehlen quasi jetzt hier das aktuelle Season Mount. Da gibt es dann eine Horden- und eine Allianz-Version. Also die wird dann auch als 2 zählen für Data for Azure, was ganz nice ist. Dann das aktuelle Season Mount für M+. Und das ist eins für, was sind das, Handelsposten. Genau, das kann man aktuell noch nicht holen. Mal schauen, vielleicht ist es nächsten Monat im Handelsposten drin. Genau, also ich muss M+ und PvP spielen, dann habe ich wieder alle Mounts und da muss man halt warten, bis es im Handelsposten ist. Dann Pets habe ich alle, das werden jetzt nur diese Horden-Pets sein, ne? Die kann man ja als Ali nicht holen. Toys habe ich alle, die aktuell sichtbar sind. Ihr seht, 2 fehlen, obwohl die hier nicht sichtbar sind. Das ist das eine Toy aus dem Tournament. M Plus Tournament, da habe ich mich auch schon wieder mit dem Team angemeldet, das ist glaube ich jetzt ein paar Wochen und das andere ist glaube ich, wo wir vorhin das Achievement gesehen haben oder die Heldentat für die Solo Shuffle, da gibt es ja auch eins, die sind beide aber nicht als angezeigt, weil die ja, so Special Toys sind, genau. Dann gut, Erbstücke ist egal, ne, dann sind wir hier durch und ja, das sind so die Hauptcollectible Items. Jetzt können wir noch ein bisschen ins All the Things reinschauen. Vielleicht die Sachen, die interessant sind vom aktuellen Patch. Also was ich zum Beispiel jetzt hier in den Dracheninseln habe. Aktuell ist ein Waldracken nur das ganze PvP-Zeug von der jeweiligen Season. Da habe ich jetzt noch nichts großartig geholt. Ne? Also das ist da noch alles drin. Und jetzt von der Taralek-Höhle, ne, fehlen mir jetzt eigentlich nur noch Zonen-Rewards. Die sind extrem selten. Kannst du die überall kriegen, bei den Rares unter anderem. Aber zu 0,00 irgendwas. Oder halt über die World Quests. Und da bin ich jeden Tag am gucken, ob die am Start sind. Gut, die müsste ich jetzt theoretisch nur wöchentlich gucken oder bi-weekly, also 2-mal die Woche. Aber ich schaue eh wegen so ein paar World Quest-Belohnungen von noch, hier unter anderem
Legion, da sind ja auch noch so ein paar Sachen und da gucke ich die meistens immer noch mit. Genau. Aber ja, sonst ist da eigentlich nicht mehr viel, nur noch die Belohnungen. Und halt dieses Grabe-Game, was wir ja vorher schon gesehen hatten, ne, mit diesen Achievements, wo man dementsprechend immer ausbuddeln muss. Aber mehr habe ich in der Zaralek-Höhle auch nicht, dementsprechend mache ich da auch nichts mehr. Und das andere, was vielleicht interessant ist, ist hier unter Erweiterungsfeatures drin. Und dann halt das Shadowlands, dann Dragonflight, ne. Und ja, hier ist zum Beispiel das Niffin-Tausch-Game. Da fehlen mir noch ein paar von diesen Items. Die sind aber leider buggy aktuell. Und zwar kannst du die beim Händler nicht kaufen. Ne? Also das Inschriftenturneteil, Bergbau, Kirschner und Schneider, jeweils das große, kann ich mir blöderweise da nicht kaufen. Das buggt rum. Ich habe mir den Twinks zum großen Teil schon die Tauschfelsbrocken vorgefarmt. Wenn Blizzards irgendwann mal hinkriegt, das zu fixen, dann kann ich mir die direkt kaufen und dann wird halt auch hier die Währung rausfallen. Und was halt dann auch rausfällt, sind diese ganzen Quests, wo man die Sachen kriegt, ne? Das ist ein bisschen nervig, die sind halt jetzt hier alle mal doppelt drin. Dann sind hier die paar letzten Erfolge noch drin und sonst ist es eigentlich nur Belebungskatalysator so rum, wo man halt aktuell das Gear umcraften kann. Aber da warte ich noch ein bisschen, bis mehr Aufladungen da sind, dann kannst du über den Führerangriff theoretisch das Zeug umwandeln. Genau, das sind jetzt so die Sachen von Patch 10.2 gewesen. Und was ich aktuell hauptsächlich am Machen bin, sind hier in den alten Expansions, also Classic bis Legion, die ganzen Chemox am Farmen. Und ihr seht, bei einigen sind schon einige runtergegangen. Jetzt hier zum Beispiel im Classic-Bereich brauche ich nur noch 71 Chemox. Die Dungeons hatte ich ja schon mal alle gefarmt. Also ihr seht, da sind nur noch diese ganzen BOE-Teile drin, die ich mir theoretisch auch aus dem AH kaufen kann, wenn die nicht ein paar Millionen Gold kosten würden. Und ach ja, hier Shulo ist übrigens rausgeflogen, da habe ich letztens den Epic-Stab gekriegt. Das weiß vielleicht auch noch der ein oder andere, da habe ich immer ewig rumgefarmt und habe das Ding nicht gekriegt. Genau. So viel dazu. Classic ist halt hier hauptsächlich noch die Raids, wie ihr seht. Burning Crusade habe ich die ganzen Dungeons auch schon gefarmt. Also da seht ihr, ist auch nicht mehr viel drin. Hier ist nur noch Mana Gruft und Akatras drin, jeweils wegen diesem Schlüssel. Und ja, mit dem kann man irgend so einen Extra-Boss wo beschwören, deswegen sind die drin, aber in der Instanz an sich brauche ich eigentlich nichts mehr. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen fehlerhafter drin, aber okay. Sonst, wie ihr seht, oh warte mal, ich kann das jetzt updaten kurz. Eigentlich müsste Sunwell, ah ne, ich habe ein Item aus Sunwell gekriegt, ne, richtig. Ich habe vorhin, war ich nochmal Sunwell drin, da haben mir zwei Plattensachen gefehlt, es fehlt mir nur noch eins. Und ihr seht, hier sind es in Burning Crusade, sind es bei vielen Bossen nicht mehr viele Sachen, ne? Da sind es dann immer nur einzelne Bosse, wo mir ein bisschen was fehlt. Meistens hier ein paar Tokens, viel Paladin, oft auch Schamane noch mit dabei. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen dran, die fertig zu kriegen. Lauf da, wie gesagt, jede Woche quasi mit zwei Teams. Ich habe einmal ein Team mit einem Krieger, Jäger, was ist da noch? Krieger, Jäger, Schurke und Hexer, dass ich halt die ganzen Tokens ab Deck und das andere Team, das sind reine Hordenschars. Da habe ich einen Schamanen, einen Magier, einen Priester und einen Paler dabei, genau. Das, die haben ja leider kein Speedgear, deswegen fehlen mir hier auch noch mehr Paler-Sachen, weil ich mit dem anderen Team öfter unterwegs war. Und ja, da bin ich quasi sowohl von Classic bis auf Legion unterwegs. Classic und Burning Crusade geht schon ganz gut. Wattel fehlt noch einiges, ne? Vor allem Eiskrone ist halt viel. In Cutter bin ich auch schon bei vielen Instanzen relativ weit runter. MOP ist teilweise noch C, vor allem wegen SOO und Thron des Donners. Wobei ich jetzt zum Beispiel sage, hier LFR habe ich schon komplett raus, Herz der Angst brauche ich auch nur noch. Den zweiten LFR-Teil, die Tokens und so, also es wird schon langsam weniger, aber es wird sich immer noch lang ziehen. Und in WoD, seht ihr das, da habe ich Ding schon komplett fertig. Hier Highmall, also den Hochfels, den habe ich letztens komplett abgeschlossen, habe mir sogar auch das letzte BOE-Teil gekauft und ja, das ist quasi jetzt auch raus. Sonst fehlen mir jetzt hier in Schwarzfelsgießerei auch nicht mehr so viel, da bin ich jetzt auch schon über 90%. Höllenfeuer-Zitadelle, ja, so langsam wird's, aber hier habe ich auch noch keine Instanzen gemacht, ne? Also da habe ich, aktuell laufe ich nur die Raids, Legion, meistens, wenn ich quasi anfange mit meinen Chars Classic, Burning Crusade, ne, Wattel, die ganzen Sachen durch, komme ich manchmal gar nicht bis Legion. Deswegen fehlt mir da noch am meisten, aber so nach und nach wird es weniger, dann fallen die ein oder anderen Instanzen mal weg. So wie jetzt hier Highmall, das ist die erste, die komplett weggeflogen ist. Und dann habe ich mehr Zeit, die anderen zu laufen. Und das ist quasi die Geschichte, die ich gerade hauptsächlich mache. Und ja, mal gucken, vielleicht komme ich dann im Teamorg noch ein bisschen höher.
Genau, das war jetzt eigentlich soweit die Übersicht. Was wir vielleicht jetzt noch ein bisschen gucken können, ist es einmal hier im TMOG, weil ich das ja jetzt hauptsächlich fokussiere. Und da bin ich jetzt aktuell bei 62.920, heißt ja 500 Punkte, sowas knapp, ein bisschen mehr. Sind es jetzt noch auf den nächsten, mal schauen, wie weit ich da quasi die nächsten Tage noch hochkomme. Die hier oben, die sind bei 66.000, das ist natürlich schon tough, weil es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger wird. Ne? Viele Sachen habe ich jetzt aus den Raids schon, dann droppt natürlich auch nicht mehr so ganz viel krasses Zeug. Aber wir können mal reingucken, wie viel ich jetzt so die letzten Tage plus gemacht habe. Das sind jetzt manchmal, muss ich jetzt mal gucken, obwohl das ist immer täglich und da sind es jetzt mal zweimal an einem Tag zwei Beträge drin, aber ihr seht, da habt dann teilweise schon 80, 140, 116, 200 hier an dem Tag plus gemacht, 51, 75, also es sind schon immer, also im Schnitt schon über 50, würde ich jetzt mal sagen, die ich jeden Tag mache, teilweise auch über 100 und dann geht es schon voran, ne? Das wird jetzt wahrscheinlich immer weiter ein bisschen runterslowen, aber ja, ich komme mit den T-Mox hoch und das ist auch gerade so ein bisschen mein Hauptziel, dass ich quasi im T-Mox-Ranking ein bisschen weiter nach oben komme. Und ich denke mal, deswegen habe ich auch den Gaulisch jetzt gut abgehängt, weil ich mit dem anderen Stuff eigentlich soweit fertig bin und mich jetzt gut aufs T-Mox konzentrieren konnte. Hättet ihr ja gesehen, ich habe im Endeffekt jetzt hier, was sind es, über 3000 T-Mox-Teile plus gemacht. Ne? Also das ist schon ein Haufen Holz. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Collection-Update. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Nächste Collection-Update wird wahrscheinlich wieder ein paar Wochen dauern. Ich versuche es vielleicht jetzt monatlich zu machen und nicht alle zwei Monate, dass wir da ein bisschen aktueller immer sind. Aber ja, gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Patch 10.1.5 wird ja dann auch bald kommen und ich denke mal, da werden wir dann vielleicht auch wieder ein Update machen. Gut, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.